Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Häkelanleitung. Heute zeige ich euch, wie wir so eine schöne Schnullerkette machen können. Ein einfaches, schnelles Projekt, das wir dann als Geschenk für eine Geburt machen können oder auch zur Feier einer Babyshower mitnehmen können. Wir können sie in vielen verschiedenen Farben machen oder wenn wir bereits das Geschlecht des Babys wissen, uns für die blaue oder rosa Farbe entscheiden. Jetzt schauen wir, was wir für unser Projekt brauchen und können dann mit der Anleitung starten. Also wir brauchen unsere ausgewählte Wolle. Für dieses Projekt solltet ihr unbedingt eine 100% Baumwolle verwenden. Erstens, damit wir die Kette waschen können und zweitens, weil sie Babys gerne in den Mund nehmen und eine Wolle ungeeignet wäre. Dann brauchen wir noch die dazu passende Häkelnadel. In meinem Fall verarbeite ich das Projekt mit einer Stärke 3,5, aber ich verwende auch eine halbe Nummer kleinere Häkelnadel und werde euch danach zeigen, wofür. Dann brauchen wir noch eine Schere, eine Wollnadel und diese Schnullerclips. Also ich habe mich für diese Schnullerclips aus Holz entschlossen, weil sie mir sehr gut gefallen. Aber man findet sie auch in Plastik oder Silikon. Ich habe sie auf Amazon bestellt. Es sind Konfektionen mit 16 Stück und die kosten ungefähr 13 Euro. Also wir holen uns unser Schnullerclip zur Hand und unsere kleinere Häkelnadel, in meinem Fall die Häkelnadel der Stärke Nummer 3, weil wir jetzt hier im Inneren dieses kleinen Zwischenraumes, den wir hier oben haben, drei feste Maschen hineinmachen. Also wir holen uns unseren Faden zur Hand, unsere Häkelnadel, stechen hier oben in diesen Zwischenraum ein, holen uns den Faden und ziehen diesen erstmals durch. Wir machen jetzt eine Luftmasche, dass wir den Faden befestigen. Und wie gesagt, werden wir jetzt hier im Inneren drei feste Maschen hineinmachen. Hier braucht es etwas Geduld, weil wie ihr sehen könnt, ist dieses Löchlein wirklich ganz klein. Also wir machen die erste feste Masche. Wir stechen wieder ein. Machen unsere zweite feste Masche und dann stechen wir erneut ein und machen unsere dritte feste Masche. Und jetzt verabschiede ich mich von dieser Häkelnadel und hole die Häkelnadel der Stärke 3,5, mit der ich jetzt weiterarbeiten werde, bis zum Ende. Wir machen jetzt zwei Luftmaschen, 1, 2 und wenden unsere Arbeit. Wir holen den Faden auf die Nadel. Hier haben wir gleich die erste freie Masche. Hier stechen wir ein und machen zuerst ein halbes Stäbchen. Dann holen wir wieder den Faden auf die Nadel, stechen in die gleiche Masche wieder ein und machen ein zweites halbes Stäbchen. So haben wir hier in dieser Masche zwei halbe Stäbchen gemacht. Dann machen wir zwei Luftmaschen für den Abstand, holen den Faden auf die Nadel, überspringen die nächste Masche, stechen in die letzte Masche ein und wiederholen auch hier zwei halbe Stäbchen. Das erste und in die gleiche Einstichstelle das zweite halbe Stäbchen. Natürlich werden wir diesen Anfangsfaden dann am Ende in den Maschen verstecken und abschneiden. Wir machen jetzt zwei Luftmaschen, wenden unsere Arbeit und wie wir diese Reihe machen, werden wir alle weiteren Reihen machen. Wir holen den Faden auf die Nadel und stechen hier in diesen Zwischenraum ein, der durch die zwei Luftmaschen entstanden ist, und machen zuerst
2 halbe Stäbchen, 1 und 2, 2 Luftmaschen für den Abstand und in den gleichen Zwischenraum weitere 2 halbe Stäbchen. Also 2 halbe Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 halbe Stäbchen. Dann machen wir 2 Luftmaschen und wenden unsere Arbeit und machen unsere nächste Reihe. Faden auf die Nadel, wir gehen in den Zwischenraum der 2 Luftmaschen und machen zuerst 2 halbe Stäbchen, 1 und 2, 2 Luftmaschen für den Abstand und in die gleiche Einstichstelle weitere 2 halbe Stäbchen. Dann machen wir 2 Luftmaschen, wenden unsere Arbeit und beginnen die nächste Reihe. Wir stechen in den Zwischenraum ein und machen 1 halbe Stäbchen, das zweite halbe Stäbchen, die 2 Luftmaschen und weitere 2 halbe Stäbchen. Und so arbeiten wir uns jetzt Reihe nach Reihe weiter, bis wir ungefähr 20 cm Höhe erreicht haben. Ich würde die Schnullerkette nicht länger machen, dass es keine Gefahr für das Baby werden kann. Also machen wir jetzt unsere 20 cm und dann sehen wir uns wieder. So, ich habe jetzt meine 20 cm erreicht und wie ich euch empfohlen habe, würde ich die Kette nicht länger machen, dass keine Gefahr fürs Baby entsteht. Wir wenden dann wieder unsere Arbeit und machen jetzt Kettmaschen, damit wir hier in den Zwischenraum der 2 Luftmaschen gelangen. Also wir gehen auf die nächste Masche, machen zuerst eine Kettmasche, dann gehen wir auf die nächste Masche, machen eine Kettmasche. Jetzt gehen wir in den Zwischenraum und machen eine Kettmasche und von hier aus werden wir jetzt 15 Luftmaschen machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und 15. Dann gehen wir in den gleichen Zwischenraum hinein und machen eine Kettmasche. Dann gehen wir hier seitlich in die erste Masche hinein, machen eine Kettmasche, in die nächste Masche stechen wir ein und machen auch hier eine Kettmasche. Eine Luftmasche, wir ziehen fest, lockern den Faden, schneiden den Faden ab, ziehen ihn durch und dann holen wir uns jetzt unsere Nähnadel zur Hand. Und werden dann diesen Faden hier durch einige Maschen durchziehen, dass die Arbeit auch gut hält. Das können wir ruhig ein paar Mal machen. Und dann können wir den Restfaden abschneiden. Und fertig ist unsere Schnullerkette. Wie ihr gesehen habt, eine schnelle, ganz einfache Arbeit. Ich hoffe, die Anleitung hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao!